Rückmeldung vom Kammweg. Ich weiß nicht warum, ausgerechnet hier. Ich stehe hier mitten im Wald. Das Netz zu Hütte ist. Ich denke, dass hier oben vielleicht irgendwo ein Turm ist oder irgendwas. Keine Ahnung. Obwohl ich höre jetzt gerade Autos. Nee, das ist draußen vom Wald. Weit entfernt. Nee, das ist draußen vom Wald. Ja. Jetzt kommt es hier rüber. Hier geht gerade ein Wind durch. Ja, Tag Nummer 7 meiner Kammwegtour. Ich habe eine Etappe aufgeholt, werde in den nächsten 3 Tagen noch eine aufholen, muss dann zum Schluss gucken, dass ich die letzte reinkriege, bin dann also in 14 Tagen alle 17 Etappen abgelaufen. Wäre cool, weil mein Ziel war ja zu sehen, kann ich 300 Kilometer laufen. Jetzt ist eine Woche rum. Und ich habe gesagt, nach einer Woche kann ich ungefähr sagen, was los ist. Und ich habe keine Blasen, mir tut nichts weh, nicht außergewöhnlich doll. Also so, dass ich sagen würde, boah, jetzt muss ich hier abbrechen. Ich hoffe, das bleibt so. Wetter ist hervorragend. Also ich bin auch jetzt nicht mal 2-3 Tage durch Regen gelaufen, wo du dann irgendwann keinen Bock mehr hast. Mir geht's gut. Ich komme nicht besonders schnell vorwärts. Bin so, na, 26 Kilometer brauche ich schon von, ja, 11 Stunden. 11 Stunden brauche ich für 26 Kilometer, dann geht es hier hoch und runter. Okay, das kommt noch dazu, aber ja, ich bin nicht der Schnellste. Aber es reicht mir. Wenn ich 26 Kilometer am Tag schaffe, bin ich vollkommen glücklich. Dann erreiche ich mein Ziel. Mein Ziel ist es, größere Strecken zurücklegen zu können und andere Strecken als das jetzt hier. Das war eine Probetour. Ich werde euch in den nächsten Tagen informieren, was mein Plan ist, wenn ich das hier schaffe, denn es gibt wieder Größeres. Ich wünsche euch was, wir sehen uns. Bis dann, tschüss. Ah, eins noch. Wer Komoot hat, ihr könnt genau sehen, wo ich langgelaufen bin, die Steigung und so. Unten noch ein paar schöne Bilder. Jetzt aber wirklich, ich bin weg. Tschüss.